Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bulk-Bremsbeläge exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Öffne den Behälter für die Bremsflüssigkeit. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern. Für den Wechsel der Bremsbeläge an deinem Fahrzeug musst du die Räder abnehmen, um vollen Zugang zu haben. Hebe den vorderen Teil des Fahrzeugs an. Stelle das Fahrzeug auf die Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, das Tutorial Deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Vergiss nicht, die Räder unter das Fahrzeug zu schieben. Drehe die Bremsscheibe nach außen, das wird dir den Vorgang erleichtern. Schiebe einen Flachschraubendreher ins äußere Ende des Langlochs an der Vorderseite des Bremssattels. Nutze den Schraubenzieher als Hebel, um den Bremssattel freizulegen. Dadurch wird der Bremssattelkolben hineingestoßen. Sobald genügend Platz zwischen der Bremsscheibe und dem Bremssattel vorhanden ist, kannst du den Schraubenzieher noch tiefer hineinschieben. Versichere dich, dass du den Bremssattelkolben so weit wie möglich hineingestoßen hast, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst. Löse den Bremssattel. Nimm dir dafür einen 13er Maulschlüssel zur Hand und entferne die Schrauben an der Gewindestange. Es kann vorkommen, dass du die Kontermutter am Drehen hindern musst, indem du sie mit den Fingern oder einem 15er Maulschlüssel festhältst. Befestige ein Stück Stromkabel oder Schnur an einer der Windungen der Tragfeder. Nimm den Bremssattel ab. Um zu verhindern, dass der Bremsschlauch beschädigt wird, kannst du ihn ans Kabel hängen, das du zuvor an der Federung angebracht hast. Entferne die Bremsbeläge. Dazu musst du sie von der Bremsscheibe wegschieben. Reinige die Halterung mit einer Drahtbürste dort, wo die Bremsbeläge hinkommen. Das erleichtert den Wiedereinbau. Okay, Leute, dass wir euch dieses Video einbieten und ihr damit Geld sparen könnt, ist auch unserem Partner Mr. Auto zu verdanken. Wenn ihr uns also auch beim Kauf der Teile für diesen Vorgang unterstützen möchtet, besucht die Website von Mr. Auto. Weiter geht's! Du findest die im Video verwendeten Bulk-Teile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Nimm dir die neuen Bremsbeläge zur Hand. Schmiere die äußeren Enden der neuen Bremsbeläge mit Kupferfett ein. Schiebe die neuen Bremsbeläge in den Bremsträger. Bevor du den Bremssattel wieder anbringst, musst du die Gleitfähigkeit der Säulenschrauben sowie ihren Zustand und den der Schutzgummis überprüfen. Bei Verschleiß ist es ratsam, die Schrauben durch neue zu ersetzen. Setze den Bremssattel wieder ein und bringe die Schrauben an der Gewindestange wieder an. Vergiss nicht, die mitgelieferten neuen Schrauben einzusetzen, die bereits mit Schraubensicherung behandelt sind. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Vergiss nicht, das Stromkabel zu entfernen, das du verwendet hattest, um den Bremssattel zu blockieren. Reinige beide Seiten der Bremsscheibe mit Bremsenreiniger und einem Tuch, um das Fett zu entfernen, das sich bei der Montage der neuen Bremsbeläge abgesetzt hat. Du kannst nun denselben Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. Danach kannst du die Räder wieder montieren und das Auto wieder auf den Boden stellen. Vergiss nicht, den Deckel des Behälters für die Bremsflüssigkeit wieder zuzuschrauben, bevor du den Motor anlässt.
Achtung! Bevor du dein Auto wieder fährst, musst du den Motor anlassen und ein paar Mal das Bremspedal pumpen, damit die Bremsbeläge wieder nahe an der Bremsscheibe sind. Denk daran, zurückhaltend zu fahren und auf den ersten 50 Kilometern scharfes Bremsen zu vermeiden. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!